Weiter geht's mit The Legend of Zelda, A Link to the Past. Dieses Mal habe ich schon einen konkreten Plan, was ich machen werde. Und zwar habe ich vor, so ein paar Sachen auf der Overworld nachzuholen, beziehungsweise zu machen. Durch die Handschuhe habe ich jetzt auch mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel diesen Weg hier freizuholen. Hier drin kriegt man Rubine. Ach, ich glaube, der Typ sagt noch irgendwas. Besuche die Höhen östlich des Heiligersees. Dort gibt es einige Seltenheiten zu finden. Ja, da war ich ja schon mal. Aber jetzt kann ich da noch mehr machen. Darf ich mal durch? Danke. Ich weiß nicht, ob ich das auch machen werde, aber ich glaube schon. Aber zuerst fange ich an mit diesem Tempel. Hier muss ich nur irgendwas... Ich gehe mal raus. Ah, jetzt habe ich es verschoben. Jetzt geht's auf einmal. Weird. So, jetzt gehe ich raus und wieder rein. So, und jetzt kann ich hier hinter. Okay, den muss ich öffnen. Jetzt regnet es Bomben, aber das ist mir egal. So, und jetzt komme ich an Herz heran. Gut, das wird geschafft. Was mache ich als nächstes? Ich könnte erstmal hier hochgehen. Zack. Oder wo war das denn jetzt? Ich guck mal ganz kurz nach. Okay, das sieht ein bisschen weird aus. Egal, ignoriere ich das einfach. Hier oben müsste es irgendwo sein. Ja, hier. Dort will ich hin. Da laufe ich da hoch, dann da lang, dann da lang. So, hierhin wollte ich. Und die Teile kann man wegrennen. Und dann kann ich hier reingehen. Und hier gibt es ein Herzteil. So, jetzt als nächstes werde ich zu König Sora gehen. Oder mache ich noch was anderes? Ich glaube, hier könnte ich auch noch was machen. Dann muss ich von unten. Viel Spaß damit. So. So, was macht man hier jetzt? Ich kann einmal ziehen, drücken, gegenrennen. Das ist es aber nicht. Mit Bomben vielleicht? Nope. Ach, jetzt geht's. Hä, was ist denn das hier, das mal? Ich bin echt etwas verwirrt. Ach, jetzt bin ich hier. Ah! Das ist ja das, was ich am Anfang mal erwähnt hatte. Dass man hier noch was freispringen kann.
Verstehe. Gibt es 10 Pfeile? 300 Rubine. Da habe ich ja fast alle Rubine jetzt voll. Man kann ja maximal 999 tragen. Das heißt, dass ich jetzt unbedingt was Spezielles machen muss, um die Rubine loszuwerden. Ich glaube, ich muss das rausziehen. Yep. That's right. Zelda steht hier immer noch rum. Gut zu wissen. So, wo muss ich jetzt hin? Ich muss hier rüber. Naja, da war ich noch nicht. Das schneide ich jetzt mal nicht raus. Also diesen Weg bin ich bisher noch nicht gelaufen, glaube ich. Wenn ich jetzt nicht komplett verwirrt bin, müsste das stimmen. Komm schon, Link. Gut. Zack. Ach, Junge. Nein. Ganz böse. Bin ich hier richtig? Ach Junge, ich bin mir nie sicher, ob ich richtig bin. Ja gut, so was Ähnliches. Warte mal. Ich glaube, da oben konnte ich doch hochgehen, oder? Yep. Genau hier hoch konnte ich gehen. Vier Herzen nur noch. Ja, aber das sollte ich überleben. So, von der Hexe will ich erstmal nichts. Jetzt kann ich hier lang. Zack. Ins Wasser will ich jetzt nicht unbedingt. Eins. Zwei. Gibt's hier unten was Schönes? Sieht nicht so aus. Der Vollständigkeit halber zerstöre ich das auch. Ja, nach oben muss ich jetzt nur noch. Diese Teile ignoriere ich jetzt mal. Kann ich hier runterspringen? Nice. So, hier muss ich aufpassen. Hier ist ein Herzteil. Link, dreh dich doch. Oh, nice, eine Bombe. Zack. Im Wasser ist man etwas langsamer. Ne, hier geht's nicht lang, ich muss runter. Ah, ich glaube. Musste ich ganz runter oder war das auch falsch? Ne, ganz runter war richtig gut. So, und hier? Gut. Kommt jetzt König Sora raus? Glaube ich zumindest. Ich möchte Schwimmflossen. Yep. 500 Rubine das Paar. Yep. Bezahle ich gerne. Das ist nett. So, was ich mache, ist jetzt erstmal klar. Und zwar hier runtergehen. Denn ich habe auch gerade das Herzteil dort gesehen. Das heißt, dass ich es mir auch nicht entgehen lasse. Danke. So, jetzt gehe ich hier runter. Gibt's hier drüben noch was? Dann geht's auch nochmal hoch. Na, ist aber sinnlos. Außerdem komme ich nicht. Bin ich gerade nicht hochgekommen. Aus irgendeinem Grund. Man kommt auf jeden Fall. Also, nicht auf jeden Fall, aber ich glaube, man kommt auch irgendwie. Nein, Link, du machst jetzt keinen Scheiß.
Ja, den Wasserfall kommen wir hoch oder beziehungsweise rein. Yep. Also nein, meinen Bogen wollte ich jetzt zwar nicht reinwerfen, aber. Ja. Das Tier würde ich gerne reinwerfen. Ich werfe etwas. Ah. Liege ich jetzt richtig damit, was ich hier mache? Mit dem, was ich hier mache? Danke. So, jetzt kriege ich den magischen Bumerang. Oh shit. Der lässt sich besser und weiter werfen. Was auf jeden Fall nicht schlecht ist. So, jetzt habe ich 400 Rubine. Ich weiß nicht, ob das reicht, aber passt schon. So, hier ist ein kleines Portal. Und das führt mich zu dieser Insel. Wo ich Rubine reinwerfen kann. 20. Eine glückliche Zukunft. Ich will eigentlich noch mehr reinwerfen. Oh, wait. Hier drüben geht's rein. Was gibt's hier? Oh, sehr gut. Toll, jetzt muss ich hier die ganze Zeit Rubine reinwerfen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie schneller geht als. Als ich das jetzt mache, aber. Kann ich hier lang? Nee. Nee, keine 5. Oh, Junge, ich hätte fast 5 geworfen. So, reicht das, wenn ich hier so kurz hin und wieder zurück kann? Nein, reicht nicht. Aber ich glaube, es geht schneller. So, und jetzt noch ein letztes Mal. Und jetzt erscheint die Fee. Cool. Ich bin von den Göttern geschickt. Jetzt werde ich dir einen Wunsch erfüllen. Was willst du? Mehr Bomben tragen, mehr Pfeile. Gute Frage. Ich glaube, ich tendiere zu den Bomben. So, das kann man mehrmals machen. Vielleicht schneide ich das mal etwas zurecht, wenn das jetzt so lange dauert. Jetzt kann ich 50 reinwerfen, aber. Na gut. So, jetzt noch einmal. Jetzt kriege ich noch einmal was. Danach muss ich erstmal wieder Rubine farmen gehen. Ich will mehr Pfeile tragen. Übrigens praktisch, dass es gleich mit aufgefüllt wird. So, einmal werfe ich noch Rubine rein. Da schneide ich jetzt nicht erst. So. Hier will ich mir ein paar werfen. So, hier viel Spaß mit denen. Jetzt gehe ich erstmal. Ich hoffe mal nicht, dass es gelöscht wird oder so. Das wäre ja ziemlich belastend. So. Noch was anderes irgendwie? Da unten ist noch was. Ah, ne, hier geht's zurück. Ne, hier geht's nicht zurück. Ich kann mal auf der Map gucken, wo ich mich befinde. Ach so. Jetzt bin ich hier ganz unten.
Der Witz ist, ich wollte sowieso noch was machen. Gut, ich weiß, wo ich jetzt hingehen werde. Beziehungsweise hin schwimmen werde. Oh Leute, das ist ein Herzteil. How do I get there? Gute Frage. Wahrscheinlich jetzt noch gar nicht, wie es aussieht. Vielleicht so mit per Bumerang? Bezweifle ich aber. Ja gut, nein. So, da muss ich jetzt den ganzen Weg hinschwimmen. Das kann dauern. So, komm schon zu. Fast wäre ich in den Strudel gesogen worden. So, und hier gibt es auch noch was. Und zwar eine Flasche. Ich sehe, Link, du steckst in Schwierigkeiten, aber mehr kann ich dir nicht geben. Eine magische Flasche, darin kannst du Verschiedenes aufbewahren für später. Da fällt mir gerade so auf, dass ich möglicherweise dort auch Feen aufbewahren könnte. Das habe ich bisher noch gar nicht gemacht. Also nicht mal probiert oder was. Gehe ich jetzt hier raus? Wäre vielleicht besser, oder? Ich habe eigentlich alles geschafft, was ich geplant hatte. Wobei, ein was wollte ich noch machen. Da muss ich nochmal runtergehen. Tschüss. War das hier? Muss ich erstmal gucken. Nee, gerade hier nicht. Musste hier oben lang. Zack, zack. Und zwar war das hier? Ich weiß es jetzt gerade nicht, aber hier ist auf jeden Fall auch irgendwas. Hier ist so eine Fee. Ja gut. Die Fee kann ich leider nicht einfangen, sonst hätte ich das jetzt ganz gut getroffen. Zack. Hier wollte ich hin. Geht das auch per? Nein, geht's nicht. Ich muss die Teile per Pfeil und Bogen besiegen. Dazu muss ich nur noch treffen. Was macht er denn? Oh Junge. So, die Rubine lasse ich mir nicht entgehen. Sehr nett von dir. 300 Rubine, da könnte ich direkt nochmal zur Fee gehen. Gut, die Bomben sind wieder aufgefüllt. Die Frage ist, gehe ich jetzt nochmal zur Fee? Eher nicht so. Wobei, es wäre schon praktisch. Das könnte ich theoretisch offscreen machen. Stimmt, da werde ich jetzt offscreen nochmal zur Fee gehen. Und das ein bisschen aufstocken. Und dann bis zum nächsten Part von The Legend of Zelda, A Link to the Past.
so geht das. Man kann die per Netz fangen. Okay. Jetzt habe ich ganz viele Feen. 3 Stück. Ich habe jetzt auch 30 und 50 Pfeile. Ich weiß nicht, ob noch mehr geht. Ich habe jetzt nicht genügend Rubine, um es weiter auszutesten. Und ja, dann. Bye bye. So, mir ist gerade noch was eingefallen. Und zwar gibt es hier auch noch ein Herzteil. Zack, zack, zack. Und jetzt habe ich schon 8. Und damit auch mein zweites Herz. Nur kurz zum Kontext. Wo sich das Herzteil befindet. Es befindet sich im Sandkönigreich an dieser Stelle. So, ich habe mich mal jetzt nach noch einem Herzteil erkundigt. Und zwar hier in Kakariko. Das müsste ich aber schon haben. Ach nein, hier. Hier. Was laber ich eigentlich? Genau hier gibt's das. Zack, 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 zack. So, und das ist das letzte Herz, das ich noch finden kann. Bevor ich mit der Story weitermachen muss. Ja, dann. Tschüss, jetzt endgültig.